Hallo, hier sind Thor Alexander und Mario und der Ralf ist mal kurz um die Ecke. Und wir haben mit dem Johannes Pfeffer einen längeren Podcast oder Tutorial gemacht und den müssten wir leider auftrennen, weil wir ziemlich viel geredet haben und das als Podcast veröffentlichen werden und den Teil, wo der Johannes etwas zeigt, das veröffentlichen wir als Tutorial. Und dieses rausgeschnittene aus dem längeren Gespräch seht ihr jetzt im nachfolgenden Video. Der Johannes, ich würde ja ganz kurz nochmal erzählen, was der Johannes uns alles gezeigt hat, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Also er ist auf das Barnbridge-Protokoll eingegangen, wo er als Advisor, in einer Advisor-Funktion tätig ist. Und dort hat er uns gezeigt, wie man zu einem festen Zinssatz sozusagen Dollar anlegen kann und über Zeiträume von 1, 3, 6 oder 12 Monaten in das Protokoll legt und am Ende dann Zinsen erhält. Und wenn euch das interessiert, schaut euch das einfach mal an und viel Spaß dabei. Also, ich zeige euch heute mal, wie das Barnbridge-Produkt funktioniert. Da gibt es, also das Produkt, was ich zeige, heißt Smart Yield. Wenn man auf die Barnbridge-Seite kommt, dann gibt es natürlich, was übrigens ein interessantes Phänomen ist, aus irgendeinem Grund haben alle Dapps, auch der von Barnbridge, einen Launch-App oder Go-to-Dapp-Button, was irgendwie seltsam ist, weil das ist ja das, was die Leute machen wollen, wenn sie auf die Webseite gehen. Wieso das also einen Klick weit entfernt unterbringen? Habe ich mit vielen Leuten schon darüber diskutiert. Aus irgendeinem Grund scheint sich das weiter etabliert zu halten. Wenn mir das mal jemand erklären kann, wäre ich sehr verbunden. Ich klicke also jetzt hier auf Launch App und bin jetzt hier in dem Dapp. Dapp, falls es jemand noch nicht weiß, ist die seltsame Form, die sich auf Ethereum etabliert hat für Decentralized App. Mir gefällt ja eigentlich Blockchain App oder Ethereum App besser, aber gut, Dapp hat sich nun mal etabliert. Das ist jetzt der Barnbridge Dapp. Wie alle Dapps kann man oben, gibt es irgendwo einen Ort, wo man seine Wallet verbinden kann, ja, das ist klar. Es gibt dann hier die verschiedenen Unterpunkte, ja. Da gibt es einmal das Yield Farming. Da sieht man, wie viel in den jeweiligen Yield Farming Pools ist und was man hier an Annual Percentage Rate bekommen kann. Ne? Zum Beispiel in dem Smart Yield Pool, den ich gleich zeigen, der Teil von dem Produkt ist, was ich gleich zeigen werde, sind es 28% pro Jahr. In dem Uniswap Pool sind es 120% pro Jahr, was recht einträglich ist. Und zwei weitere Pools, die sind bereits abgelaufen und bieten eben keine Incentives mehr. Insgesamt sind in dem Protokoll 116 Millionen Dollar gelockt. Wenn du solche Prozente dort liest, wie garantiert und sicher sind solche Prozentaussagen? Also die sind hier in diesem Fall, also in manchen anderen Protokollen mag das anders sein, aber in diesem Fall ist es relativ einfach zu bewerten. Es gibt 100 Epochen, 100 Wochen lang geht dieses Incentive-Programm. 30 davon sind abgelaufen. In jeder Woche werden garantiert 20.000 Bond-Token ausgeschüttet. Diese Bond-Token gehen an alle Liquidity-Provider in diesem Pool. Im Moment werden 36 Millionen Dollar an Liquidity provided. Das heißt, dein Prozentsatz, also angenommen, du hast 360.000 an Liquidity provided, dann hast du 10% des Pools. Dann gehören dir auch pro Woche 10% dieser Weekly Rewards. Einfach zu berechnen und garantiert. Was die wert sind, also diese 121%, die berechnen sich ja aus dem Wert dieser Token. Was die wert sind, ist natürlich nicht garantiert. Der Preis steht hier oben. Im Moment ist einer der Token 42 US-Dollar wert. Wenn sich dieser Wert im Laufe der Zeit ändert, dann ändert sich natürlich auch die APY. Ne? Aber für diesen aktuellen Bondpreis ist es sicher, dass diese 20.000 ausgeschüttet werden und damit stimmt dann auch diese Zahl hier. Also wenn ich 1 Million in diesen Pool reintue, dann verändere ich natürlich die Balance ein bisschen, aber ich würde für diese eine Woche sicherlich mit ca. 120% rechnen können. Also da ist das Risiko ist extrem gering, dass das nicht der Fall ist. Für das ganze Jahr kann man das natürlich nicht garantieren, denn ne, mit der Größe des Pools und mit dem Bondpreis schwanken natürlich diese Prozente. Ist das soweit klar? Ja, gut.
Dann gehe ich jetzt mal rüber hier in den DAO ganz kurz nur rein. Das ist einer der coolsten DAOs, die ich kenne. Ja? Also wer Bond-Token besitzt, kann die hier staken und kann dann auch Proposals, kann bei Proposals mitbestimmen. Das Schöne ist, in diesem DAO ist es so, dass der tatsächlich eine echte Treasury hat. Das heißt also, diesem DAO gehören 589.000 US-Dollar. Das sind die bisher eingenommenen Fees des Bainbridge-Protokolls. Also immer wenn man das Protokoll benutzt, bezahlt man ein Fee an den DAO. Und es sind 3,3 Millionen Bond-Token, die noch nicht verteilt sind, also sozusagen vom Total Supply, der 10 Millionen beträgt, sind noch 3,3 Millionen verfügbar für Incentive-Programme oder für irgendwas, was der DAO entscheidet, damit zu tun. Und die sind tatsächlich in diesem Treasury drin. Das heißt, das Besitzen von Bond-Tokens ist nicht nur pro forma, sondern man verfügt damit tatsächlich anteilsmäßig darüber, was mit diesen 3,3 Millionen Bond passiert. Beim aktuellen Bondpreis sind das 143 Millionen US-Dollar, die dieser DAO verwaltet. Das ist natürlich ein Papierwert. Wenn das auf den Markt geworfen würde, wäre das nicht so viel wert. Aber es ist trotzdem ein signifikanter Betrag. Wenn ich jetzt auf die erste Seite, wo du warst, wo das Protokoll stand mit den 120%, wie kriege ich da meine Bond-Token raus? Werden die wöchentlich ausgeschüttet oder kriege ich die erst, wenn ich da wieder meinen Einsatz zurückziehe? Bei dem Yield Farming Pool. Ja. Geh nochmal hin. Den ich erklärt habe, bei diesem Pool mit den 20.000 Token. Das ist nämlich unterschiedlich bei den Pools, das frage ich. Und was tue ich da rein? Ja, bei denen ist es so, dass. Wie bitte? Was tue ich da rein? USDC-Token? Ja, das ist ein USDC-Bond, Uniswap-Pool. Das heißt, ich muss zu gleichen Wertanteilen USDC und Bond hineingeben. Wenn ich also 100.000 Dollar Liquidity providen möchte, also beisteuern möchte, dann muss ich 50.000 in Bond, also bei dem aktuellen Preis, und 50.000 US-Dollar hineingeben. Das muss ich tun. Und jede Woche wird dann ausgeschüttet, immer Sonntagnacht um 24 Uhr. Ab dem Zeitpunkt ist das Geld abrufbar, also der Reward abrufbar. Das heißt, den muss ich dann aktiv abrufen? Den muss man aktiv abrufen. Man kann ihn auch liegen lassen, das schadet nicht. Man kann dann sozusagen nach 4, 5, 6 Wochen alles zusammen abrufen, das geht. Aber es kommt nicht automatisch in deine Wallet rein, falls du das machst. Jetzt war ich beim DAO. Ja, dieser DAO kann die ganzen Parameter des Protokolls verändern. Das ist das, was er hauptsächlich tut. Er kann die Fees ändern zum Beispiel, wie viel man bezahlen muss, um das Protokoll verwenden zu dürfen. Und dann gibt es 3 Produkte, von denen aktuell nur eines live ist. Es gibt Smart Yield, Smart Exposure und Smart Alpha. Nur so ganz grob, was das alles ist. Das Hauptthema von Bainbridge ist ja Risikosteuerung, also Kontrolle über das Risiko im DeFi-Bereich zu bekommen. Und was haben wir im Moment in DeFi? Wir haben einerseits Yield. Das sind sowas Ähnliches wie Zinsen, also irgendwas, was Cashflow generiert, irgendwelche Assets, die Cashflow generieren, zum Beispiel Farming oder andere Sachen. Dann haben wir einfach das Halten von Tokens. Also ich kann DeFi-Token oder Ether oder Bitcoin halten und mich sozusagen der Wertentwicklung gegenüber exposen. Smart Exposure ist das so, dass man ein automatisch sich ausbalancierendes Portfolio bauen kann. Das ist noch nicht live. Ja? Das sieht man, wenn ich draufklicke. Hier ist Stay Tuned, we're launching soon. Aber was man dort machen kann, ist, man kann zum Beispiel sagen, ich möchte 20% ETH und 80% Bitcoin halten. Und wenn der Bitcoin-Preis sinkt, dann würde ja sozusagen mein Verhältnis sich verändern. Ja? Dann hätte ich ja plötzlich nur noch 10% Bitcoin im Wert gerechnet und 90% Ether, dann würde dieses Protokoll gleicht das automatisch aus. Also zu vorhersehbaren Zeitpunkten Portfolio rebalanced, sodass ich mein gewünschtes Ratio von 20-80 oder 50-50 oder was ich auch immer möchte, über die Dauer halten kann. Ja, das ist das Ziel von diesem Protokoll. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und Smart Alpha hilft es einem, das Risiko der Kursschwankungen zu minimieren, das ein Volatilitäts-Hedging sozusagen. Also ich kann dort dann zwei Tranchen wird es dort geben. Die eine Tranche ist so, wie so eine Art Hebel und die andere Tranche ist wie eine Art negativen Hebel. Also das heißt, ich kann zum Beispiel 2x ETH
haben und ich kann 0,5x ETH haben. Ja, wenn ich Exposure gegenüber Ether möchte, aber die Volatilität mir zu groß ist, kann ich sagen, ich habe 0,5er Ether. Ja, und wenn ich Risiko eingehen möchte, mache ich halt 2er Ether. Und diese Tranchierung des Exposure-Risikos ist das, was Smart Alpha bieten wird. Die genaue Spezifikation dazu ist noch nicht veröffentlicht. Also nichts, was ich jetzt hier sage, kann man als irgendwie Versprechen oder Gesetz sehen. Das ist noch im Wandel begriffen, ne? Nur als kleiner Disclaimer. Mark Neal yield eine genaue Beschreibung auf Englisch und Deutsch, wie das funktioniert. Ob es die gibt oder ob ich die habe, was war die Frage? Ja, ob die vorhanden ist oder wo findet man die, wenn sie vorhanden ist? Also die Dokumentation ist extrem ausführlich von Smart Yield. Ne? Dort wird wirklich sehr, sehr genau erklärt, wie es funktioniert, welche Risiken man eingeht. Und ich empfehle auch jedem, der das Produkt nutzen möchte, das zu lesen. Ne? Wo wir jetzt gerade bei dieser Art Disclaimer sind, natürlich nichts von dem, was ich hier sage, ist in irgendeiner Art und Weise, wie sagt man auf Deutsch, Financial Advice würde ich auf Englisch sagen, aber ich erkläre, wie das funktioniert. Entscheiden, ob man es benutzt, muss jeder für sich selber. Ich empfehle das keinem und ich rate auch keinem davon ab. Es ist neutral, es ist Wissensvermittlung, die hier stattfindet. Ja. Wo findet man die Dokumentation, Johannes? Die Dokumentation, ich hoffe, man findet sie direkt hier verlinkt über die... Wir würden die auch in unseren Shownotes verlinken. Ich war ziemlich sicher, dass sie hier direkt verlinkt ist unter dem I-Zeichen. Bei uns gibt es was, White Paper, Uniswap, V2, Bond. Docs, links. Docs, hier ist es, ja? Genau. Wenn ich auf Docs klicke, dann komme ich auf docs.barnbridge und hier sind auch, soweit ich weiß, Tutorials auf YouTube verlinkt, die mal gemacht worden sind. Von verschiedenen DeFi-Podcasts, wo Barnbridge drin vorkam. Ich muss aber ehrlich sagen, also so ganz perfekt bin ich da gerade nicht informiert, was da das Aktuellste ist. Da müsst ihr einfach nochmal schauen und das dann vielleicht das Beste verlinken. Ich zeige ja jetzt ein kleines bisschen, was man hier machen kann. Ja? Also grundsätzlich nochmal, was Barnbridge Smart Yield überhaupt tut. Ja? Es gibt Cashflow-Assets auf Ethereum, zum Beispiel Compound. Compound ist auch das Einzige, was im Moment bisher online ist. Compound ermöglicht es dir, Assets bereitzustellen. Das können andere dann ausleihen. Davon merkst du aber nichts. Das Einzige, was du merkst als jemand, der bei Compound Liquidität bereitstellt, ist, du bekommst Zinsen. Also du kriegst, du tust da Ether hin oder US-Dollar, das ist nochmal besser US-Dollar, weil Stablecoins haben viel größere Zinswerte. Die Deposits du bei Compound und dafür kriegst du einen Token und dieser Token, wenn du den am Ende wieder einlöst, kriegst du dein Geld zurück plus Zinsen. Ja. Und diese Zinsen sind täglich veränderlich. Im Moment ist zum Beispiel bei Compound der Zinssatz für USDC bei 8,64% aufs Jahr hochgerechnet. Aber es wechselt, wie gesagt, täglich oder sogar blockweise, weil bin ich mir gerade nicht sicher, wie oft die das anpassen. Das ist natürlich, hier hat man natürlich dann Volatilitätsrisiko. Wenn ich also bei Compound investieren möchte, dann können die Zinsen morgen bei 12% sein, aber vielleicht übermorgen dann bei 4%. Und Smart Yield hilft es, sich dagegen abzusichern. Es gibt zwei Tranchen. Es gibt die Senior-Tranche und die Junior-Tranche. Und die Senior-Tranche erlaubt es einem, den aktuellen Yield, also von 8,64%, für einen gewissen Zeitraum festzulegen. Man kann sich das vorstellen wie Festgeld oder festverzinsliche Papiere. Man bekommt einen garantierten Zinssatz über einen festen Zeitraum. Ich kann mich zum Beispiel entscheiden, für 6 Monate oder für 12 Monate diese 8,x% einzulocken, könnte man sagen. Ja? Und die Junior-Rate hier, die macht das Gegenteilige. Also angenommen jetzt zum Beispiel, jemand hat bei 8,6% für ein Jahr sich festgelegt auf der Senior-Seite und dann steigt aber durchschnittlich gesehen die Zinsen auf 12% übers Jahr gesehen. Dann sind die übrigen 6%, die sozusagen die Seniors nicht bekommen auf ihr Geld, die gehen dann an die Juniors. Also die Juniors wetten darauf, dass der durchschnittliche Zinsrate höher ist als das, was die Senior sich darauf sozusagen eingeloggt haben. Umgekehrt,
wenn der durchschnittliche Zinsrate niedriger ist als das, was die Seniors eingeloggt haben, dann werden Zinsen und Geld von den Juniors genommen und den Seniors ausbezahlt. Dadurch kommt diese Garantie zustande. Für die Juniors kann es im Extremfall negativ werden. Ja, das muss man dazu sagen, ne? Damit man das Risiko ein bisschen bewerten kann für unsere Zuhörer. Genau. Also die Juniors sind hier die Risikonehmer, also diejenigen, die Risiko übernehmen. Und die Seniors sind diejenigen, die Risiko verkaufen. Im aktuellen Fall, und das liegt daran, dass es ein Incentive-Programm gibt, also im Moment sind hier zum Beispiel 28,6% APY drauf. Das ist nicht natürlich. Ja. Natürlich sind nur die 8,62%, die hier im Prinzip dem Compound-Prozentsatz entsprechen. Diese fast 30% hier kommen aus einem Yield-Farming-Programm, was Barnbridge aufgelegt hat, um diesen Pool zu füllen, um sozusagen die Anreize zu erhöhen, in diesem Pool Liquidität bereitzustellen. Und das führt dazu, dass wir hier 77 oder 78 Millionen US-Dollar im Junior-Pool haben. Das sind die Leute, die gerne dieses Yield-Farming hier machen wollen. Und das führt dazu, dass die Zinsrate, die ich als Senior einloggen kann für ein Jahr, extrem nah ist an der Originalzinsrate von Compound. Ich kann also jetzt, statt zu Compound zu gehen und mit variablen Zinsen zurechtkommen zu müssen, kann ich hier zu Barnbridge hingehen und den aktuellen, tagesaktuellen Zinssatz für ein Jahr lang festschreiben. Das ist sozusagen das, was ich jetzt im Moment hier habe. Das liegt daran, dass wir ein großes Übergewicht an Juniors gegenüber Seniors haben momentan. Wenn sich das verschiebt, dann sinkt auch automatisch die einloggbare Seniorrate hier. Also es ist nicht ewig so, dass man genau denselben Zinssatz bekommen kann. Das würde dann geringer werden. Eine Frage. Könnte, wenn alle Juniors ihr Geld abziehen würden, weil es einfach über eine gewisse Zeit keine Zinsen gibt, würde dann diese garantierte Zusage für die Seniors zusammenbrechen oder würde das dann geburnt werden können im Ernstfall, Extremfall? Ja, also das Protokoll funktioniert so, dass wenn die Juniors exiten, wird ein Teil ihres Geldes, also wenn sie sozusagen früher exiten als das, angegeben haben, das können sie können jederzeit raus, dann wird aber ein Teil sozusagen zurückbehalten, nämlich genau so viel, wie sie sich sozusagen verpflichtet haben, maximal zu übernehmen. Also jedes Mal zu dem Zeitpunkt, wenn sie diese Position übernehmen, also wenn sie in das Protokoll einsteigen, wird berechnet, wie sieht im Moment jetzt der Senior Liquiditätspool aus, wie viel muss sozusagen an Geld insgesamt zurückgelegt werden, damit am Ende die Seniors ausbezahlt werden können. Und wie viel sozusagen diese neue Position, wie viel muss anteilsmäßig diese neue Position davon übernehmen? Und so viel würde auf jeden Fall immer zurückgehalten werden. Also es ist tatsächlich so, dass die Senior-Position garantiert werden kann. Die Juniors, wenn sie sich entscheiden, dann aus dem Protokoll auszusteigen zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder bei einem Massenexit, würden tatsächlich dann nicht alles wieder rausziehen können, was sie investiert haben. Das ist in der Dokumentation noch genauer erklärt, ne, falls jetzt nicht das Missverständnis entstehen. Ich habe das jetzt etwas vereinfacht. Der exakte Mechanismus ist in der Dokumentation erklärt. Ja, aber wichtig, sozusagen das Takeaway ist, die Seniorrate ist tatsächlich garantiert über die Juniors. Und die Juniors müssen auch dafür gerade stehen, dass das passiert. Ja, weil die sind die Risikonehmer und die Seniors sind die Risikoverkäufer. Aber im besten Fall können die eben nicht nur ihre 28,61% an Yield Farming abgreifen, sondern eben zusätzlich auch noch eine höhere Junior APY. Nicht all das, was Überschuss ist von den Seniors. Gut, jetzt wollen wir mal loslegen. Also was muss man bei einem DApp immer als erstes machen? Man muss seine Wallet verbinden. Ich drücke also hier oben auf Connect Wallet. Habe ich die üblichen Optionen. Ich habe jetzt hier so eine Test MetaMask Wallet vorbereitet. Gehe da drauf, sage Next, Connect. Okay, Wrong Network. Muss mal gucken, was ich hier verbunden bin. Ich bin mit Girly Testnetz verbunden. Ich wechsle auf Ethereum Mainnet und mache das Verbinden nochmal. So, jetzt bin ich verbunden. Jetzt steht hier oben die Adresse. Also das Problem, was eben war, ist, ich hatte wohl vorher mit dieser Wallet mal rumgespielt und war auf ein Testnetz gewechselt, was also nicht das eigentliche Ethereum-Network ist, sondern eins, wo man ausprobieren kann.
Und dieser Depp hat das gemerkt und hat gesagt, hey, wechsel bitte auf das Ethereum Mainnet. Das habe ich jetzt getan. Und jetzt bin ich verbunden. Jetzt schaue ich mir unsere beiden Möglichkeiten an. Also Arv, Cream Finance und Jörn, die gibt es noch nicht. Die sind wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann online. Also ich glaube, für morgen ist sogar das Release geplant von Arv und Cream. Aber keine Garantien jetzt, ja, das ist klar. Aber das dürfte demnächst online sein. Was ich aber jetzt schon machen kann, ist bei Compound investieren. Also in sozusagen die tranchierte Yield von Compound nutzen, was Bahnbridge bereitstellt. Ich gehe auf Details hier. Und jetzt sehe ich hier, wie sich so der Yield entwickelt hat in den letzten 24 Stunden. Also für Seniors und für Juniors in der letzten Woche, im letzten Monat. Und da sieht man auch, es gibt Spikes. Ja? Also hier hätte ich als Senior nur 4% einlocken können, weil auf Compound sozusagen die Referenzrate gering war. Hier habe ich 9% haben können. Es ist also immer auch gut zu gucken, wenn man hier investiert, wie ist gerade die Rate bei Compound, weil die reflektiert sich hier relativ schnell in Bahnbridge auch. Ja, dann, wie sich die Liquidität entwickelt hat. Und hier kann ich tatsächlich dann depositen und investieren. Ja, da klicke ich drauf. Und jetzt muss ich mich entscheiden, möchte ich Senior sein oder möchte ich Junior sein? Ich finde ja den Senior-Teil eigentlich spannender, deshalb mache ich jetzt mal hier Senior. Ich wähle also Fixed APY. Hier gibt es dann nochmal eine Referenz zur Dokumentation. Kann ich, wie gesagt, jedem empfehlen, sich das anzuschauen, bevor man investiert. Dann gehe ich hier hin. Und jetzt habe ich ja blöderweise keine USDC in meiner Test-Wallet. Das macht aber nichts, ich kann hier trotzdem dran rumspielen. Ich sage mal, ich will jetzt 6 Monate lang investieren. Also für 6 Monate lege ich mich fest. Das bedeutet auch, ich kann 6 Monate nicht mehr an mein Geld. Das ist nicht ganz richtig, denn was ich bekomme für meine Investition ist ein NFT. Ein NFT, der diesen Bond repräsentiert. Den kann ich natürlich verkaufen, weil der ist ja in 6 Monaten, mein investiertes, also mein Principal plus die Zinsen wert. Also wenn ich jetzt hier 100.000 investiere, dann bekomme ich einen NFT, der sich in 6 Monaten gegen die 100.000 plus Zinsen einlösen lässt. Ich kann ihn also vorher auf irgendeinem Markt verkaufen. Aber hier bei Bahnbridge kann ich ihn erst einlösen, wenn die 6 Monate vorbei sind. Okay, was mache ich jetzt? Ich habe hier 6 Monate. Ich sehe jetzt hier Guaranteed APY nichts. Woran liegt das? Weil hier oben noch kein Wert drin ist. Also ich sage jetzt mal, ich will natürlich gehe ich gleich in die Vollen. Ich will 1 Million investieren. Also dieses Protokoll, das Bahnbridge-Protokoll, kann einem, wenn man 1 Million investiert, auf 6 Monate festlegt, garantieren, dass man in 6 Monaten 41.000 Dollar Gewinn gemacht hat. Das kann praktisch kein anderes DeFi-Protokoll, was mir bekannt ist. Vorausgesetzt natürlich, dass der Smart Contract keine Fehler, keine Bugs enthält, dass keine der fundamentalen Risiken in DeFi eintreten. Aber wenn das Protokoll wie Design funktioniert, ist das der Fall. Wenn ich mich auf 1 Jahr festlege, wie kann ich am besten aus 1 Million, 1 Million, 1,08 Millionen machen? Ich lege es hier an, kriege einen Zinssatz von 8,4%. Ihr seht übrigens auch, dass sich das jetzt hier etwas reduziert, ja, weil das Verhältnis von Junior und Senior verändert sich natürlich mit dieser 1 Million, mit dieser 1 Million. Der Zinssatz, den die Seniors bekommen, sinkt kontinuierlich ab. Je mehr Seniors drin sind, desto größer wird der Unterschied zwischen der Zinsrate, die die Seniors bekommen können, und der Zinsrate, die die Juniors bekommen können. Jetzt mache ich mal spaßeshalber hier draus 10 Millionen, dann sehe ich schon, das geht hier auf 7% runter. Ja. Gehen wir auf einen Monat. Sind es dann nur noch 3%. Ja. Auf einen Monat, gehen wir mal wieder zurück hier auf einen sinnvollen Wert von 1 Million. Bei einem Monat habe ich etwas weniger Zins. Also je länger ich mich festlege, desto höher ist mein Zinssatz. Weil sich das Risiko dann eben streut für die Juniors. Weil über diese 12 Monate ist es wahrscheinlicher, dass wir zu einem mittleren Zinssatz zurückkehren und nicht gerade zufällig eine Hochzinsperiode erwischen. Das ist eigentlich auch schon, wie das ganze Ding funktioniert. Da muss man normalerweise das machen, was man auch in anderen Dapps tut. Man muss eine Allowance setzen, also dass der Smart Contract über USDC verfügen kann, die einem gehören, und danach muss man depositen. Damit ist die Sache erledigt und in der Wallet, die man hat, befindet sich danach eine NFT.
Und die 5% der Fees gehen dann sozusagen in die DAO, was du vorhin gezeigt hattest. Ja, also das ist wichtig zu verstehen, wie das funktioniert. Diese 5% sind natürlich nicht die 5% von der Million, die ich hier investiere, sondern von dem Gewinn. Also von diesen 8,48%, die ich am Schluss mehr habe als das, was ich investiert habe, gehen 5% an den DAO. Ach, das heißt, die muss ich jetzt von meinem Gewinn noch abziehen. Also habe ich nur. Ja, das ist dann auch hier sozusagen bei Redeemable at Maturity ist das abgezogen. Wie man sieht, hier sind 84.000 angezeigt, die Zinsen sozusagen anfallen. Davon werden 5% abgezogen. Und das, was man dann nach einem Jahr withdrawn kann, sind 1,08 Millionen. Wichtig ist, du musst dazu sagen, damit man das besser versteht, unsere Hörerschaft, von dem Gewinn 5%, nicht vom Einsatz. Genau, das ist ganz wichtig. Ja, wenn also aus irgendeinem Grund gar kein Gewinn anfallen sollte, dann würde auch gar kein Fee anfallen. Das ist jetzt in diesem Protokoll unwahrscheinlich, weil ja die Zinsen garantiert sind, solange das Protokoll funktioniert, aber wichtig zu wissen. Was kann passieren, dass das Protokoll nicht funktioniert? Wenn Compound zum Beispiel komplett zusammenbricht, also wenn Compound nicht mehr existiert aus irgendeinem Grund, also dann muss der DAO einschreiten und das Protokoll verändern, weil was hier sozusagen die Voraussetzung, die das Protokoll braucht, um zu funktionieren, ist, Compound muss existieren und es muss einen Price-Feed geben für USDC, eigentlich noch nicht mal das. Nee, es muss, also die einzige Voraussetzung, die mir jetzt auf Anhieb einfällt, ist, Compound muss existieren. Also das Underlying-Protokoll muss existieren, damit das funktioniert. Es ist kein Synthetic Asset, also es ist kein synthetischer Swap oder so, sondern hier wird tatsächlich investiert in Compound. Das Geld, diese 1 Million, landet tatsächlich in Compound. Das heißt also, wir sind darauf angewiesen, dass dieses Protokoll funktioniert. Noch eine Frage. Johannes, du sagst immer der DAO. Ich sage immer die DAO, weil die dezentrale autonome Organisation. Warum sagst du immer der? Gute Frage. Also es ist ja sowieso eine Fallacy, dass sich die Artikel im Deutschen von Abkürzungen von dem ausgesprochenen Wort ableiten. Das ist nicht der Fall. Ne? Der DAO, die DAO. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich eins von beiden eher verwende oder ob reiner Zufall ist, was welcher Artikel bei mir da vorkommt. Nee, also es gibt ist mir immer aufgefallen, dass du einen anderen verwendest als ich. Die DAO. Ne? Und ich sage immer, ich würde eigentlich, DAO, wenn ich drüber nachdenke, würde ich sagen, die DAO. Ja. Es ist aber, wie gesagt, es gibt keine feste Regel dafür im Deutschen, wie mit welchen Artikelabkürzungen versehen werden.